Meine geistigen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Hallo, meine Gerilogen! Miley Cyrus, wie sie auf den VMAs getwerkt hat. Also einfach so schlampfig wie möglich. Und ich finde schon noch raus, wo du wohnst. Und vorher habe ich eine Menge Klopapier gekauft. Hör doch mal auf zu donnern, ich dreh gerade. Meine Fresse, sonst werd ich hier zur rasenden Weltsau. Alter. Das ist nicht cool. Du sollst bitte Taddel nachmachen, der mitbekommen hat, oder beziehungsweise Ardi kündigt Taddel die Freundschaft. Aber Brudi. Ich dachte, das wäre was Besonderes mit uns. Da habe ich gar keinen Bock weiter zu drehen, Sonne, fick Mann! Mit folgenden Dating-Tipps werdet ihr jede Frau verführen. Nennen sie so oft es geht Bitch oder Schlampe. Hey Bitch, wie geht's dir Bitch? Was machst du so Bitch? Da stehen die total drauf. Adi, wir haben so viel durchgemacht. Was ist denn mit Did You Know? Und mit Worten. Hey Baby, weißt du, wem diese Yacht gehört? Ja. Mir! Ja, das ist meine Yacht. Und weißt du, was noch mir gehört? Das Bett in meinem Schlafzimmer. Ja, und meine Decke ist aus purem Gold. Wie wär's, wenn wir uns da jetzt reinlegen und Desperate Housewives gucken? Fändest du das nicht geil? Ha, ha. Komm schon. Adi! Das war ich nicht. Das war so ein kleines, fettes Kind neben mir. Ah, die Taddel ruft mich an. Wofür gibst du dein ganzes Geld aus? Für Essen. Das stimmt sogar. Bestell ihr auf keinen Fall eine Coca-Cola Light. Da kannst du ihr gleich ins Gesicht sagen, was für ein fettes Schwein sie ist. Und lass sie so oft aus, wie es nur geht. Wenn sie hinfällt, lass sie aus. Wenn sie sich verspricht, lass sie aus. Wenn sie niest, sagst du nicht Gesundheit, sondern lass sie aus. Wenn sie sich verschluckt und erstickt, dann renn ganz schnell weg. Wenn du furzen oder rülpsen musst, dann guck sie so an, als wäre sie es gewesen und beleidige sie als Schwein. Ah, mein. Ah, mein Arsch. Ah, dieses Krafttraining. Ah, 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 das hat alles so weh. Mama, ihr habt mich gezwungen, Handeln hochzustemmen. Die wogen so viel wie du. Du fette Kuh. Von mir aus. Irgendwas voll Abweisendes sagen und dann einfach gehen, auch wenn da eine Wand ist. Einfach gehen, das kommt richtig Killer, ohne Scheiß. Das kommt, boah, boah, boah. Daraufhin bringt uns ein verschwitzter Fettsack das. Zu Hause wirst du auf mein Bett geschubst und wir machen die ganze Nacht lang das, was wir am liebsten tun. Die ganze Nacht rauf und runter, Baby, ziehen wir uns jedes einzelne YouTube-Video rein. Oh, das war mal wieder ein schönes Training heute. Verfickte Scheiße, wo ist meine Handtasche? Wie ist die da? Ja? Kommen Sie zurück! Geben Sie mir meine Handtasche! Ich reiß Ihnen den Arsch auf! Ich kacke in Ihre Waschmaschine! Oh, ah! Mein Beckenknochen! Ah! Scheiße!
schauen Sie sich das an. Man nennt es Armbanduhr. Ich mach das Fangirl. Entschuldige, ich bin ein bisschen krank. Alles klar. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich bin so ein Spasti. Du hast wunderschöne Augen. Ist total ausgelutscht. Sag ihr am besten was zu ihren Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Yo, wahrscheinlich, oder? Missgeburt! Mann, das darf doch nicht sein! Was? Was? Ah! 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 Oh, oh! Oh mein! Oh mein Gott! Oh! Oh! Nein! 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 Alter! 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 Alter, geh auf Twitter und sag mir bitte, ob das wahr ist. Womit habe ich das verdient? Ich hab das nicht verdient. I'm hooked on a feeling. Vielen Dank an diese Hackfresse. Und mach dich an die nächste Schnalle ran. Und dann würde ich sagen, bis dahin, bis dann. Haut rein, aber nicht ins Gesicht. Ach und ja, noch was. Ich hasse Romantik!